Also wir lernen ja so viel in diesem Spiel. So, Ort der Gnade rasten. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Kann ich hier drin meinen Zauber lernen? Ja gut, ich habe leider keine Magie. Die Frage, ob ich jemals Magie haben werde, ne? So, warte mal, aber ich habe doch in meinem Inventar, habe ich doch hier bestimmt diese Karte von Lingrave. Karte der Bestien. Achso, das ist einfach nur eine Karte, die habe ich jetzt einfach nur. Okay, gut. So, Messer. Das Großschwert der Getreuen braucht 16 Stärke. Das ist gar nicht mehr so viel eigentlich. Wo habe ich eigentlich jetzt wieder 5 Pfeile? Habe ich die nicht gerade alle verbraucht? Banditenmaske, das war bestimmt noch gar. Was ist das denn hier? Über die Information des Dings? Warte mal, X. Springen das Loch, das Rasten. Achso, das. Ach, das sind die ganzen. Ah, ich verstehe. War schön, dass das Wissen nochmal einen extra Abschnitt in meinem Inventar hat. So, die große Frage bleibt bloß: Wo sind die Consumables? Schmiedestein. Ich könnte meine Waffe um 1 verbessern. Ruinenfragment. Sind nur leuchtet ein schwaches Licht. So, kann ich das Ding jetzt hier nutzen? Ja, gut. Zwischendurch wieder eingesammelt. Ja. Na gut. Das war exakt. Ich dachte, ich hätte irgendwie so ploppbare Seelen, aber anscheinend habe ich das falsch verstanden. Oder ich bin gerade so dumm, ist mir eigentlich auch egal jetzt. Wir gehen jetzt mal in diese Höhle, wo Wölfe drin sind. Viele Wölfe und tote Ritter, die anscheinend gegen besagte Wölfe keine Chance hatten. Oh, ich kann Höhlenmoos mitnehmen. Das ist bestimmt eine gute Idee, hier rein einzuleiten. Sind so noch mehr von diesen Wölfen? Ja. Okay, Blutungsschaden voll geil. Und Dex-Klasse gegen Wölfe auch voll geil. Was habt ihr jetzt? Das wäre mit einer schweren Waffe bestimmt anders gelaufen. Gesprungener Topf. Hey, damit kann ich Sachen herstellen, habe ich gehört. Wurde mir gesagt. Habe ich gelesen, irgendwann mal. Also ohne Fackel ist es tatsächlich ein bisschen düster in dieser Höhle. Ah, fuck, da sind noch mehr Wölfe. Warte mal, ich sollte vielleicht kurz über das Konsumieren eines. Eines Estes das nachdenken. Klumpen Fleisch. Dass die Wölfe gerne hören würden, wenn sie erfahren, dass sie. Glühstein. Muss ich wissen, was ein Glühstein macht? Glühstein. Achso, da unten sind übrigens die goldenen Runen, die ich ploppen könnte. Leichtblätter des Runenfragments heller als Regenbogenstein leuchtet. Herstellbares Objekt. Leuchtet die Umgebung, wenn man es platziert. Der Effekt hält aber nicht lange an. Leider strahlt das Fragment auch nicht in der Farbe des Regenbogensteins. Kann nachts oder dunkel ordnen, aber dennoch nützlich sein. Ach ja, okay. Das ist quasi ein goldener Runen. Was? Silbernes Glühwürmchen? Okay, also hier ist die internationale Glühwurmquelle. Fleisch? Achso, Fleisch. Ja. Aber bis jetzt sind die Wölfe durchaus noch besiegbar. Ich sollte vielleicht Lebenspunkte am Anfang leveln, ne? Das wäre vielleicht für mein allgemeines. Ich sehe gerade, der Deathcounter, das war aber auch verdammt unklug von mir, den dahin zu packen, wo er ist, oder? Weiß nicht, liegt der da unten besser? Ich packe ihn mal nach dahin, aber sobald er zweistellig wird, wird es bestimmt awkward. Ja, was soll's. Wahrscheinlich ist der Deathcounter sowieso absolut irrelevant. Und jetzt? Auf jeden Fall der. Was sind wir wieder hier? Oh. Auf jeden Fall der Ratschlag mit der Fackel war auf jeden Fall Gold wert. So, wie viel ist denn da drin in so einem. 800, okay. Hallo, Ort der Gnade. So, Stufenaufstieg. Wir leveln auf jeden Fall jetzt. Ist Kondition Lebenspunkte? Nee. Kraft ist. Nee. Kraft ist Lebenspunkte. Doch, doch, doch. Ist es. Aber Kraft ist nicht Stärke. Mann, ist das verwirrend. Ja, ich level erstmal Lebenspunkte. Man weiß ja nie, ob man das noch braucht, ne? Ach, sind die vier? Sind die anderen Würfe ja wieder da? Arr, aber. Oh, das. Hat das denn nicht ein Limit? Wie oft das Zeug? Oh, das sieht witzig aus, wie die Wölfe da hochspringen. Ah.
Geil, dass der eine Wolf da gerade runtergefallen ist. Sehr gut. Das ist wieder. Darauf erst mein Estus! Okay, 999. Ach nee, nee, ich meinte, ob das, wenn das Zeug hier in der Welt liegt, ob das irgendwann wiederkommt. Also ob das irgendwann, du kannst es nicht mehr farmen. Mach hier so wie mehr Schaden? Ich hab doch nur. Schön, meine Fackel geht nicht aus, wenn ich durchs. Wenn ich durchs Wasser rolle. Alter. Oh, noch mehr Fleisch. Ne, dünne Bestienknochen. Ja gut, also ich habe natürlich das mit voller Absicht, dass das Feuer nochmal resettet, damit ich hier jetzt hier mächtig die Glühwürmchen mir greifen kann. Selbstverständlich. Ich glaube, du kannst das an Lust und Laune farmen. Dünne Bestienknochen. Aus denen kann ich immer einen Wurfpfeile machen, ne? Oh. Ach komm. Bestienmensch von Farum Azula. Hält der witzig aus. Oh, man kann ihn backstabben. Das Movement, das Move Pattern kommt mir. Fuck. Nach so einem vielversprechenden Anfang. Ich lebe noch? Nicht mehr lange. Brauche ich noch mal einen Blutpork. Der reagiert so ein bisschen verzögert. Ah, mit 4 Estus wäre es vielleicht was geworden. Ach, die heilen aber eh nicht so viel. Popo-Tränen. Das Problem ist, ich muss jetzt ja durch irgendwelche Wölfe hier durchrennen, ne? Nee. Oder ist das gleich hier? Achso, warte mal, Tote. War das hier? Ich glaube, ich werde gerade von irgendwelchen Wölfen angetrötet. Super Start. Aber da hätte ich ihn ja nicht hauen sollen. Ah, das war alles nicht so. Was ist der jetzt wieder aus? Da war übrigens der Blutbrock. Darf noch ein? Witzigerweise ist sein Ausrasten wirklich meine beste Chance, den Damage zu drücken. Bisschen wenig Ausdauer gerade hier. Come on.
Haha. Naja, zweiter Versuch. Ich habe einen Flammendrachen-Talisman erhalten, dafür, dass ich diesen armen Mann hier umgebracht habe. Okay. Zum Eingang zurückkehren. Nee, 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 noch nicht. Wir müssen uns hier noch umgucken. Vielleicht gibt es hier noch was Cooles. Aber anscheinend nur jede Menge tote Leute. Naja, gut, das lief auch ganz okay, sag ich mal, gegen ihn hier. Aber das Pattern erinnert mich an irgendwas. Er kämpft, glaube ich, so wie die Typen, die Töpfe umhergetragen haben. Wie heißen die denn? Die hatten irgendeinen tollen Namen. Aus Dark Souls 3, die Typen, die Töpfe da bei dieser Brücke rumgetröpft haben. Nur die halt mit der Säge. Genau, er hat so gekämpft wie die dicken Typen mit der Säge. Außer dieses mehrfach auf den Boden hauen. Ja, aber ich glaube, das wart. Kriege ich eigentlich meine Estus wieder? Warte mal, wie kann ich meine sehen hier? Nee, ich kriege meine Estus nicht wieder. Wo ist denn hier meine Fackel? Ja, so ohne Fackel ist es hier wirklich lächerlich dunkel in dieser Butze, ne? Hier ist die Vereinigte Wolfarmee. Aber ansonsten gibt es ja nicht. Ich dachte, das wäre noch ein anderer Yang gewesen, aber ist er ja anscheinend nicht. Ja, dann gehe ich wieder. Tschüss. Mich hat er eher an den Endboss von DS3, an Gel. Dafür hat er so wenig rumgeschrien. Ach stimmt, ja. Das ist, Gel ist auch so rumgeschrien. Aber Gel hat noch wesentlich mehr Reach gehabt beim Rumspringen. So habe ich irgendwie Runen gekriegt? Oh, gar nicht mal wenig. Ja, komm, ich level einfach weiter leben. Das ist glaube ich, das Einfachste, was ich einfach machen kann, um die Frustration niedrig zu halten. Obwohl ich eventuell... Was skaliert denn eigentlich mein Messerchen hier? Geschicklichkeit C. Ich sollte auf jeden Fall mal leveln, das Messer. Ich habe bloß gerade keine XP. Na, das war super. Aber ich mache trotzdem mehr Schaden, ne? Er hat übrigens Bolzen gedroppt. Er könnte bitte Pfeile fallen lassen. Das wäre mir ja ein Fest. Also meinen besten Kumpel, den Reiter, werde ich wahrscheinlich trotzdem noch nicht tot kriegen, nehme ich mal an. Ernsthaft jetzt. Endlich. Goldene Rune. Ja, aber die haben ja eh nicht so viel drin. Hm. Oh, das ist eine Schildkröte. Schildkröte. Man kann Schildkröten wechseln. Oh. Schildkröten haben eine erstaunlich niedrige... Oh, Schildkrötenhalsfleisch. Schildkröten haben eine erstaunlich niedrige Resistenz gegenüber Blutungsschaden. Ist es gut, dass die Schildkröten hier so stehen, so aufrecht? Die rollen doch bestimmt gleich mich über, oder? Das sind Eier, oder? Das sind keine Schildkröten. Ich dachte, das sind stehende Schildkröten, die gleich auf mich losrollern, aber sind sie nicht. Es sind irgendwelche komischen, ekligen Gifteier. Oh, Moskitos. Nice. Ich habe absolut keine Abwehr gegen Flieger, weil ich keine Bögen habe. Das sind dann wahrscheinlich die... Das sind Libellen, oder? Ich will nicht sagen, dass mir schlecht wird dadurch, aber mir wird schlecht dadurch. Okay, das hätten wir. Stoppen ist fähig. Kopf der großen Libelle. Okay, es war eine große Libelle. Hier ist noch einer. Hm. Ich hab wirklich... Warte, ich hab doch Pfeile. Ne, es sind alles Bolzen. Okay, ich habe zweimal Bolzen. Never mind that. Ich ignoriere dann diese Libelle einfach mal, weil sie mich hier anscheinend... Oh, doch, jetzt. Okay, sie sind anstrengend, aber nicht tödlich. Naja, immerhin. Also wahrscheinlich sind sie mega tödlich, wenn man sie reinrennt, aber die haben sich jetzt ja netterweise recht passiv verhalten. Was ist hier los? Ich würde übrigens irgendwann hinterher nochmal telefonieren. Mein Verwandt wollte mich anrufen, um was wegen des Wochenendes zu klären. Was ist denn hier schon wieder? Oh, hier sind wieder mehr von diesen Ruinenfragmenten. Was auch immer sie bringen. Ich kann sie auf Leute werfen anscheinend. Aber ansonsten. Oder hinten steht. Ach ne, das ist nur so ein komischer Weißkopfadler. Ja, ich bräuchte ja nicht. Ich bräuchte ja nicht keine Rossinante, sondern ich bräuchte irgendwie so ein. So ein Gleitflieger wäre gut, weil ich würde dann gerne. Oh, was ist das denn? Also für den großen Flieger unten komme ich bestimmt auch runter. Aber ich müsste dafür nur. Wahrscheinlich hier schräg runterrennen, oder? Ich würde ja auch noch die nächstbeste Höhle mitnehmen.
Was sagt denn die Karte? Achso, ich habe ja die neue Karte. Ein Limgriff West. Naja. Das ist alles Limgriff. Ich nehme mal an, die eigentliche Spielwelt ist noch wesentlich größer als das hier. Ja, okay, gut. Das könnte eine Weile dauern, bis wir hier durch sind, ne? So, komme ich irgendwo in dieses, irgendwie in dieses umgestürzte Dings hier rein? Rosinante. Ich glaube, man schreibt es Doppel-C, was ja Spanisch ist oder so. Okay, mir fehlt jetzt schon der Schirm aus Horizon. Den hätte ich jetzt gern. Oder ein Katzenring. Alternativ geht natürlich immer ein Katzenring. Komm. Ich sag mal so, irgendwie arme Känguru-Eichhörnchen umzubringen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, ist wahrscheinlich... Das wäre ja keine Option. Und die haben auch ein sehr niedriges Blutungstoleranz-Dingsy. Vorne steht so eine... Achso, ich sollte vielleicht mal irgendwie Heimatknochen... Obwohl, ich habe ja nicht ein Pferd, den ich wegreißen kann. Ich würde gerade argumentieren, dass so Heimatknochen vielleicht voll gut wären. Weil eigentlich habe ich ja ein Pferd, ne? Was ist das hier Schönes? Preise Sprungangriff. Ja? Oh, das Vieh sieht wesentlich größer aus, als das aus der Nähe aus. Das sieht so aus wie die... Ah, wie sind die denn? Die verdammten Georg-Ritter? Nee, irgendwie irgend so einen dummen Namen hatten die. Die aus dem Dark Souls 3 DLC. Okay, sie sehen sogar noch wesentlich größer aus als gedacht. Sind die... eventuell blind? Ja, keine Ahnung. Also, es ist... Also, sie sehen so aus, als könnte man ihnen auf den Kopf springen, wenn man den richtigen Winkel hätte. Den ich leider nicht habe. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ich habe ja immer noch keine Pfeile. Okay, sie haben exakt das gleiche Moveset wie die Riesen. Okay, der Schaden ist aber moderat. Das ist okay. Aber leider scheinbar... Würdest du bitte aufhören, dieses... Hallo. Alter. Könnt ihr bitte das mit dem... Jetzt... Aber er hat ein Schwert auf dem Rücken, das benutzt er anscheinend gar nicht. Ah. Oh, da war der Blutenbrock. Ist das erstmal ein halbes Leben ist? Oh, das ist ein AOE. Gut zu wissen. Yay! Vernichtung von Gegnergruppen. Vernichtet eine Gruppe von Gegnern, füllt sich eure Flasche wieder auf. Der ist ein Alter für eine Flasche. Ihr macht Gegnergruppen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es maximal erlaubt ist. Yay! Okay, der Typ ist eine Gegnergruppe. Cool. Dann hält mich ja nichts mehr auf, ne? Ja. Das ist eigentlich das Coole an Open World in solchen Spielen. Weil dadurch ist jetzt... Faustschildparade? Ja, danke. Weil das ist jetzt gerade am Anfang, das war jetzt quasi ein kleiner Boss für mich. Ich nehme an, dass später dieser komische hohle Riese, wie er da rumstand, überhaupt ja kein Problem mehr ist. Und ich da einfach fröhlich rüberreiten kann über das Vieh. Okay, wir haben es bis zum Strand geschafft. Leider gibt es hier weit und breit keine... Okay, drei Roberfrüchte. Oh, da vorne ist was. Was tue ich sehen? Ich sehe irgendwelche goldenen Spuren. Hallo? Achso, okay. Die haben nur einfach was gegen mich. Ich würde diesen Hinweis für die Faustschildparade wirklich gerne mal wegkriegen. Was... Wie, das sind alles Nachrichten? Warte, was? Bitte? Ach nee, das sind nicht alles Nachrichten, aber ein paar davon. Vision hier, stiller Verbündeter. Wann gehen die random irgendwelche Sachen kaputt? Naja, schön. Ich rechne hier nicht mit einer Hydra. Achso, ich reiße über diese Köpfe, die hier überall rumliegen, ne? So, wer ist das?
Okay, er sieht nicht so aus, würde er mit mir reden. Ja. Oh, fuck. Okay, er hat aber nur eine schwere Waffe. Er ist nicht... Er ist nicht untötbar. Wollt ihr mich gerade parryen, der Wichser? Autsch. Willst du einen Tipp für die Glitzerspuren? Nö. Das, was war denn das jetzt? Achso, er hat hier so einen Weapon-Art genommen. Das bringt ja auch nichts, du Nordritter. Bonk. Loot. Wer bist du? Streifen weißen Fleisches. Schwehender Schmetterling. Achso, mit dem kann ich bestimmt Feuer am Arm Nachricht lesen. Ist das ein Freund? Ja, nicht wirklich. Er hat mich angegriffen, ne? So, ich nehme mal nicht an, dass ich schwimmen kann, aber ich könnte wahrscheinlich ein bisschen rauslaufen. Naja, 3 Meter. Sehen ist eine Notiz im Wasser. Tränen voraus. Okay, gut, dann gehen wir da nicht hin. Jetzt verstehe ich leider trotzdem nicht, warum hier irgendwie... Ich meine, hier ist ja sonst nichts. Das ist nur ein so dummes Feuer mit so einem Typen, der dran steht. Ja, die Spuren, die bilden halt einen Kreis. Ne? Das sieht halt so ein bisschen... War gut, dass mein Charakter eigentlich überhaupt noch weiß, wie man reitet, ne? Hm. Bing, 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 bing. Wahrscheinlich muss ich warten, bis es Nacht wird. Ich brauche eine Laterne. Oh, was ist das da vorne? Das sieht total flauschig aus. Und lecker und nett. Lass uns da hinreiten und gucken, ob wir es töten können. Aber jetzt ehrlich, das sieht nicht so aus, könnten wir es töten. Das sieht mir aus wie ein Amalgam aus angestautem Holz und Tentakelfred. Da vorne ist, glaube ich, ein Schnabel, ne? Ich glaube, ich beschränke mich darauf, die Kleinen davon zu töten und hau ihn wieder ab. Das ist mir eindeutig zu tentakelig. Wisst ihr, wie das mir so tentakelig ist? Hätte ich Bloodborne spielen wollen, hätte ich Bloodborne angemacht. Tschüss. Ja, zu tentakelig. Würde das Vieh mich bitte mal langsam in Ruhe lassen? Also wir verstehen Gegner einfach nein nicht, ne? Was ist hier mit Consent geworden? Das kann sogar Gift. Oder zumindest irgendwas. Nehmen wir an, dass es Gift ist. Ich habe nicht hingeguckt. Da vorne sind noch mehr Schildkröten. Ja, noch mehr Tentakelfreds. Ja, nee, das ist wirklich kein Gegner, den man mit einem Messer begegnen möchte. Okay, wer seid ihr? Goblins? Kann ich euch irgendwie einzeln locken? Flabbel, 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 flabbel. Wollt ihr einzeln kommen? Ich habe leider keine Pfeile. Ich könnte maximal schnell ein paar Wurfmesser bauen. Als müsste der eine, das sieht aus wie ein Neandertaler. Also der eine Neandertaler hat auf jeden Fall richtig doll keinen Bock. Nur die beiden Keulenbärens. Ach, okay, sie haben auch eine Glocke. Okay, die halten gar nichts aus. Gepriesen sei der schnelle Angriff. Was? Na gut. Wir droppen leider auch nichts. Na ja, gut. Schön. Was haben wir hier noch so schön? Warte, sie haben irgendwas bewacht, oder? Ja, ich weiß. Unerwartet, das ist Freude. Ich glaube, ich komme... Wer bist du denn? Ah, ich habe Mestos zurückgekriegt. Yay. Achso, jetzt war es die ganze Gegnergruppe. Der andere Typ ist bloß nicht aufgewacht. Jo, aber ansonsten... Dann ist noch so ein Feuer mit noch so einem Typen, oder was? Uff. Haben die das und Karren dran? Da möchte er vielleicht mit mir reden? Das könnte ein Händler sein, oder? Ich meine, da ist immer so ein Edelskarren. Hm? Okay. Hallo. Ja, wir keinen Ärger. Ist das nicht schön? Nomadischer Händler. Ach ja, okay. Was hat er denn? Ein Breitschwert. Klingt verlockend, leider zu teuer. Eis- und Rundschild. Ja, das macht wahrscheinlich nichts besser. Notiz Landschleimer. Ach so, das sind die Gegner-Dinge. Okay, gut, verstehe, verstehe. Schmiedesteine hat er im Angebot. Ein Kurzbogen ist der... Kann ich das irgendwie vergleichen, das Ding, meinen, den ich habe? Moment, ich muss kurz gucken, was hab... Ach,
Achte ich auf den Weg? Ja, noch nicht. Ich muss kurz gucken, ob ich auch einen Kurzbogen. Ja, ich brauche einen Kurzbogen. Ja, ja, natürlich möchte ich keinen Ärger. Ich brauche mal eben 50 Pfeile oder so. Okay, ich kaufe einfach 79 Pfeile. Dann habe ich zwar keine Seelen mehr, aber was soll's. Dann habe ich immer ein Pfeile. Ja. Erstaunlich unfreundlich, der nomadische Händler, ne? Dafür, dass er eigentlich sich doch freuen müsste, dass ich bei ihm Zeug kaufe? Ich meine, ich habe wertvolle Runen im Angebot. Kann ich da hochkraxeln? Das sieht ein bisschen steil aus. Ja, ich glaube, Klettern ist gehört noch nicht zu meinen Fähigkeiten. Was haben wir hier noch Schönes? Oder da ist irgendwas im Wasser. Das ist bestimmt keine Falle oder so. Aber das geht. Alter. Obwohl, ich hätte gerade eh keine Seelen. Das wäre so ziemlich egal. Aber das wäre gerade bestimmt geil gewesen, wenn ich einfach gestorben wäre beim Reinrollen in... Was ist denn das hier? Das... Warum blubbert denn das? Was sind das? Schleims? Sind Schleime gegen Gift empfindlich? Ah ja. Also nicht gegen Gift, aber gegen... Guten, wollte ich sagen. Autsch. Oh, das lohnt sich total, die zu töten. Das droppen die schwere Bestien von. Also es sind offiziell, sind Schleimer, also Bestien. Autsch, ich wollte doch wegrollern. Ja. Sie lassen auf jeden Fall eine Mordsschweinerei. Glassplitter. Okay. Was sind ja so Geisterquellensprünge. Macht zu Pferden in der Nähe eine Geisterquelle einen Sprung, um auf den Strom durch die Luft zu reiten. Wenn ihr zu Pferden in eine Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus großer Höhe keinen Schaden. Ach ja. Okay, gut. Das macht also ungefähr genau das, was ich gehofft habe, was es macht. Das war auf jeden Fall ein... beispielsloser, großartiger Angriff. Doch, die, also die Blutenprocs sind das, was mich hier echt durchzieht, ne? Das ist das wenn ich hier nicht irgendwie. Oh, was ist das hier schön, das schon wieder? Autsch. Lass mich raten, die sind komplett immun gegen Bluten? Der eine hat sogar eine Armbrust. Ja, die kriegen aber auch so tot. Man kann die nicht stackern. Oh, das ist ja dämlich. Kann man die backstabben? Okay, man kann sie staggern. Ja, so ein Speer bräuchte ich auch noch. So ein bisschen irgendwas mit Reach wäre... Oh, was ist das? Wäre schon voll gut. Du... Oh ne, die kommen mal wieder. Oh. Also sollte sie vielleicht looten, während sie auf dem Boden liegen. Ne, kann ich nicht. Ja. Ist die Frage, reicht es, wenn ich sie jetzt zweimal töte? Ah, sie können wieder durch... Also ist er jetzt tot, tot, tot? Sieht nicht so aus, ne? Okay, sie schicht ihn mal wieder auf. Jodi. Wir brauchen eine heilige Waffe, nehme ich mal an. Oder irgendwas anderes. Ein goldener Federtierfuß. Oh, interessant. Leider habe ich hier nirgendwo hier unten ein Leuchtfoyer gefunden. Kann ich eigentlich beim Wegrennen auf mein Pferd aufsteigen? Oh ja, kann ich. Nice. Wir gehen nämlich langsam sicher die Lebenspunkte aus. So. Da wird ihr bitte die Verfolgung abbrechen? Ich versuche hier gerade zu fliehen. Ich habe mal von hier so ein... So, was habe ich denn? Was habe ich denn hier gerade schön gefunden? Ich könnte Feuerbomben herstellen. Kursfristig die Runenausbeute. Ach ja, die Dinger, das haben sie sich aus Sekiro geklaut. Okay. So, dann reiten wir mal in dieses wunderschöne Ding hier. Gucken, was bei rumkommt. Ah, jetzt. Wow. Ich wusste nicht, dass ich im richtigen Winkel dazu springen muss. Okay, darüber kommen wir wohl eher nicht. Aber wir kommen ja wahrscheinlich wieder hoch, wo ich war, ne? Okay, also der Winkel ist mir persönlich ein bisschen zu spitz. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Jüdi!
Da vorne ist ja mein bester Freund, der goldene Reiter. Hey, hey. Okay, schön.